Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sani vom Kanal Sani macht das und hier dreht sich alles rund um das Thema Nähen. Auch heute gibt es wieder eine Nähanleitung, eine weihnachtliche Nähanleitung, wobei man kann sie auch abwandeln, dass sie nicht weihnachtlich ist. Ganz viele von euch wünschen sich immer wieder Deko- und Geschenkideen. Ich denke, das heutige Projekt erfüllt beides. Man kann es als Deko nutzen, aber man kann es auch super verschenken. Und zwar habe ich vor ein paar Monaten schon mal so ein Hexagon-Deckchen mit euch genäht, im Patchwork-Style. Das ist ganz gut angekommen bei euch. Ich verlinke euch gerne auch das Video nochmal in der Infobox, wenn ihr möchtet. Und da das so gut angekommen ist, dachte ich mir, wir könnten ja daraus nochmal eine weihnachtliche Sache machen. Und deswegen nähen wir heute einen... ein Sterndeckchen, auch wieder im Patchwork-Stil. Ihr seht schon, das ist ein wenig größer. Und ja, wie immer, wir reden nicht lange drum rum und fangen einfach an. Für unser heutiges Projekt brauchen wir verschiedene Stoffe. Ich habe mich hier einmal für einen ganz einfachen beigen Stoff entschieden. Den komponiere ich mit diesen weihnachtlichen Zuckerstangen, weil es bei mir halt weihnachtlich werden soll. Ihr könnt das natürlich auch mit jeglichen anderen Farben und Mustern kombinieren. Ihr müsst euch auch nicht auf zwei Farben beschränken, ihr könnt auch drei oder vier nehmen. Und zusätzlich habe ich ein bügelbares Volumenvlies. Außerdem braucht ihr eure Zuschnittvorlage. Die werde ich euch zum Runterladen in der Videobeschreibung verlinken als PDF. Die könnt ihr euch ausdrucken. Wenn ihr habt, auf jeden Fall einen Rollschneider, weil damit könnt ihr viel präziser arbeiten. Und irgendein Lineal zum Zuschneiden. Ich nehme jetzt hier einfach mein Patchwork-Lineal. Als allererstes beginnen wir uns, unsere Mittelteile zuzuschneiden. Dazu braucht ihr diese Vorlage, diese Rautenform. Meine Raute ist jetzt hier 5 cm breit und deswegen werde ich mir jetzt hier aus meinem Stoff einen 5 cm langen Streifen zuschneiden. Dabei ist wichtig, der Stoff sollte schön glatt sein, bügelt den also vorher und ich schneide mir den Stoffstreifen jetzt über die komplette Breite des Stoffes zu und dass ich das nicht 1,40 m lang machen muss, habe ich mir jetzt hier einfach die Stofflagen übereinander gefalten und jetzt ist es natürlich wichtig, hier zu schauen, dass die Kante oben gerade ist. Deswegen werde ich erstmal einen 1 cm Streifen abschneiden, dass wirklich alle Lagen gerade sind. So, einmal abschneiden. Und wie gesagt, meine Raute ist 5 cm breit, also tue ich jetzt hier bei 5 cm nochmal abschneiden. So, 5 cm. Nicht verrutschen. So, und jetzt geht das eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt euch den Streifen, klappt den einmal auf, legt euch eure Raute hier an und jetzt könnt ihr, legt die Raute hier an, jetzt könnt ihr entweder hier euch eine Markierung machen oder ihr tut es direkt abschneiden. Ich mache es meistens so, ich nehme mir einen Stift, markiere mir das und tue es dann mit dem Lineal abschneiden. Das Ganze müsst ihr bitte 6-mal machen. Ich habe mir jetzt also 6 Rauten vorgezeichnet und jetzt nehme ich wieder das Lineal und den Rollschneider, lege mir das an und schneide das zu. Das geht an sich recht fix. Ihr müsst dann zwischen den Rauten auch keinen Platz lassen, weil die Seiten sind ja identisch. 3
4, 5 und 6. So, damit haben wir die 6 Rauten fertig. Als nächstes müssen wir uns die Streifen für drumherum machen. Wie gesagt, ich habe mich nur für 2 Stoffe entschieden. Ich werde also jetzt einen schmaleren farbigen Streifen, dann wieder einen beigen Streifen und nochmal einen breiteren farbigen Streifen machen. So, und jetzt machen wir die Streifen. Dazu nehmen wir uns den farbigen Stoff, begradigen uns hier wieder die Kante, das habe ich gerade eben schon gemacht, und dann müssen wir uns einen Streifen zuschneiden. Wie gesagt, meine Rauten hier sind 5 cm breit und ich möchte jetzt was Schmaleres machen, deswegen mache ich 3 cm, weil das am Ende ein schmalerer Streifen sein soll. Und da hier nochmal 1,4 cm Nahtzugabe wegfallen, wird es dann ein schmaler Streifen. So, den habe ich fertig und bevor ich jetzt wieder zum beigen Stoff wechsle, schneide ich mir jetzt hier noch direkt einen breiteren Streifen ab. Der wird dann wieder 5 cm. So, und auch den schneide ich mir noch zu. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal mit dem beigen Stoff. Auch da brauche ich nochmal einen 5 cm Streifen. Ob ihr mit einem Streifen mit vorhandener Länge hinkommt, das müsst ihr sehen. Wie gesagt, in der Infobox schreibe ich euch auf, wie viel Länge ich für die Streifen gebraucht habe. So, genau. Und im Prinzip können wir jetzt schon anfangen. Also, so. Hier sind unsere Rauten. Das wird der schmale Streifen, ein breiter Streifen und wieder ein breiter Streifen. So wird jetzt genäht. Wir nehmen uns also als erstes die Rauten und das. Legen uns das Ganze rechts aufeinander. Also so unter die Nähmaschine. Wichtig ist, lasst hier oben mindestens so viel Platz, wie euer Streifen breit ist. Lieber noch ein bisschen mehr. Und dann legen wir das Ganze rechts aufeinander auf die Kante und nähen das mit 0,7 cm Nahtzugabe ab. Und ihr könnt hier wirklich hintereinander wegnähen. Ich lasse hier immer ungefähr 0,5 bis 1 cm Platz dazwischen und wir nähen alle 6 Stück einmal an. So sieht das aus, wenn ich alle 6 angenäht habe. Ihr seht, ich habe hier oben ein bisschen mehr Platz gelassen, einfach weil hier noch die Webkante ist und die möchte ich ja später nicht dabei haben. So, als nächstes müssen wir das Ganze hier umfalten. Hier empfiehlt es sich natürlich immer zu bügeln. Das werde ich dann außerhalb der Kamera machen. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird zugeschnitten. So, als nächstes nehmt ihr wieder das Patchwork-Lineal oder welches Lineal auch immer ihr zum Zuschneiden nehmt. Legt es hier an, also an diese vorhandene Linie. Legt ihr das an und führt es dann über den farbigen Stoff hinweg. So. Ich mache das jetzt immer erstmal auf der obersten Kante, weil ich nicht so gerne auf links schneide. So. Das muss ich euch aber jetzt nicht für alle 6 zeigen, deswegen zeige ich euch und dann drehe ich mir das und schneide auch die andere Kante zurück. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Und als nächstes nähen wir dann wieder denselben Streifen, aber an die andere Kante an. Genau. Ich habe jetzt alle 6 Stück zugeschnitten. Jetzt nehme ich mir wieder meinen Streifen
und lege mir das Ganze wieder an. Wieder oben mindestens die Breite Platz lassen. Das könnt ihr euch einfach einmal hier so diagonal falten. Dann wisst ihr, hier könnt ihr anfangen. Und dann legt ihr das Ganze wieder rechts auf rechts aufeinander. Und wir wollen jetzt hier diese Seite nähen. Also legen wir das hier dran. Und das machen wir jetzt wieder mit allen 6 Stück. Und wieder eine Nahtzugabe von 0,7. So, auch die zweite Seite habe ich jetzt wieder alle 6 Stück angenäht. Hier oben wieder ausreichend Platz gelassen. Und ihr seht, mir hat einmal die vorhandene Breite gereicht. Ein bisschen ist noch Platz. Das hängt natürlich immer auch ein bisschen davon ab, wie viel Platz ihr zwischen den einzelnen Rauten lasst. Das Ganze schneide ich jetzt mal noch schnell zu. Quatsch, bevor wir zuschneiden, müssen wir es umfalten. So. Aber ich schneide das jetzt trotzdem mal schnell für euch eins zu, damit ihr seht, wie es aussehen soll. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte das dann so aussehen. Wie gesagt, auch hier gerne die Nahtzugabe nochmal ordentlich flach bügeln. Umso leichter fällt es beim Weiterarbeiten. Ich werde meine anderen 5 jetzt noch zuschneiden und dann machen wir weiter. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe meine Rauten jetzt schon wieder umgeklappt. Und wenn ihr das zuschneidet, sollte das Ganze jetzt so aussehen. Genau. Und jetzt machen wir das wieder bei der zweiten Seite. Mein Rest von meinem Streifen wird jetzt wahrscheinlich nicht für alle 6 reichen. Da ist nicht mehr so viel übrig. Aber wenn eure ersten Rauten dieselbe Breite hatten wie diese jetzt hier, könnt ihr einfach den Rest von den Rauten noch mit benutzen und dann sollte das klappen. Und wenn ihr das festgenäht habt, dann heißt es wieder einmal umbügeln und dann wieder zuschneiden. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollten die 6 Teile dann so aussehen. Und als letztes kommt jetzt nochmal der breite rote Streifen zum Einsatz. Ich denke, ihr habt verstanden, wie wir verfahren. Wir fangen wieder an einem kürzeren Teil anzulegen. Hier schneiden zu und machen hier. Das werde ich jetzt nicht nochmal im Detail zeigen, aber ich blende euch nochmal eine Szene ein, wie ich meine Streifen hintereinander wegnähe. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen noch interessant. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollten eure Stoffstücken im nächsten Schritt so aussehen. Und wenn die letzte Seite dran ist, sollte das Ganze so aussehen. Und davon braucht ihr dann 6 Stück. Wenn ihr alle 6 Stück zugeschnitten habt, dann können wir anfangen, unseren Stern zusammenzusetzen. Dafür gibt es ein paar Sachen, auf die wir achten müssen. Aber das werde ich euch jetzt erklären. Als allererstes nehmen wir uns 3 von unseren Teilen. Die werden zu einem halben Stern zusammengefügt. Wichtig ist, wir nähen diese 3 Teile zusammen und dann die anderen 3 Teile. Und erst dann werden die beiden Hälften in der Mitte zusammengenäht. Sonst machen wir es uns unnötig schwer. Zum Zusammennähen legen wir uns die Rauten einfach rechts auf rechts aufeinander. Nähen wieder mit 0,7 cm Nahtzugabe. Wichtig, unten an der Spitze lasst ihr bitte 0,7 bis 1 cm Platz. Also im Prinzip die Nahtzugabe, die ihr habt, sollte hier unten frei bleiben. So, dass sich die Nahtzugaben von dieser Seite und dieser Seite dann genau hier treffen und nicht
überlappen. Sonst haben wir am Ende keine schöne Spitze. Das werde ich jetzt machen und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So ungefähr sieht es aus, wenn ihr euch die erste Hälfte zusammengenäht habt. Hier unten seht ihr jetzt, dass hier treffen sich diese drei Teile und es ist genau noch die Nahtzugabe übrig. Das heißt, wenn ich das nachher mit der Nahtzugabe zusammennähe, treffen alle sechs Teile genau mittig zusammen. Das sieht dann schön aus. Wichtig ist noch, wenn ihr die Teile zusammenlegt vor dem Nähen, habt ihr ja sicherlich gesehen, dass ich am Anfang mir nichts festgesteckt habe. Jetzt hier bei den Endstücken würde ich euch aber empfehlen, unbedingt euch die Sachen zu fixieren. Und zwar achtet darauf, dass immer die Nähte aufeinandertreffen, sonst verschiebt sich das Ganze und sieht dann nicht mehr ganz so schön aus. Wie gesagt, auch hier nähe ich wieder mit einer Nahtzugabe von 0,7 und lasse 0,7 cm hier unten Platz. Genau. Ich mache jetzt meine zweite Hälfte fertig und dann nähen wir den Stern zusammen. Und so sieht das Ganze aus, wenn ihr beide Hälften fertig habt. Auch hier verfahren wir jetzt wieder damit. Wir legen das Ganze rechts aufeinander. Achten wieder darauf, dass die Nähte aufeinandertreffen, stecken uns das Ganze entsprechend fest und dann nähen wir uns das Ganze wieder mit 0,7 cm Nahtzugabe mit einem Geradstich 2,5 Länge ab und bei den letzten Nähten, auch wenn ihr die Hälften zusammenfügt und auch jetzt bei der letzten Naht, ist es wichtig, am Anfang und am Ende verriegeln. Bei den ersten Nähten hier unten habe ich das nicht gemacht, weil ihr da immer noch mal über die Naht drüber genäht habt. Jetzt bei dem letzten am Anfang und am Ende verriegeln. So, ich habe meinen Stern jetzt zusammengenäht und so sieht das Ganze aus. In der Mitte nicht ganz perfekt, es ist minimal verrutscht, aber im Normalfall steht hier eh was drauf und die anderen Nähte passen. Von daher finde ich es nicht so schlimm. Da sich meine Mitte jetzt ein bisschen wölbt, werde ich das jetzt einmal richtig glatt bügeln. Dafür nehme ich mir als Bügelunterlage übrigens gerne diese 1 € Filzmann von Teddy. Dann muss ich nämlich nicht extra ein Bügelbrett aufbauen. Und dann nehmen wir uns das hier mal richtig gerade, damit das ordentlich liegt. So, so. Wenn eure Mitte dann richtig schön glatt und gerade ist, dann können wir das Ganze mal vermessen. Das mache ich jetzt eben bei mir mal. Also, mein Stern hat einen Durchmesser von 52 cm. Nochmal. Ja. 52 cm. Das heißt, ich werde mir jetzt mein Bügelvlies 52 x 52 cm zuschneiden und den Stoff für die Rückseite. In meinem Fall werde ich nochmal diesen Beigen hier benutzen. Und wenn ich das zugeschnitten habe, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe mir jetzt grob mein Bügelvlies und meine Rückseitenstoff zugeschnitten. Das muss jetzt auch nicht, ihr seht hier, das ist jetzt nicht genau quadratisch. Ich habe meinen Stern aufgelegt. Bei mir hat es bei dem Rückseitenstoff zum Beispiel super noch auf einen Stoffrest gepasst. Und da ist es dann auch egal, ob da. Wichtig ist nur, der ganze Stern muss drauf passen. Ich werde mir jetzt meinen Stern auf meinem Bügelflex mit ein paar Stecknadeln fixieren. Rundherum akkurat ausschneiden und das Bügelvlies schon mal aufbügeln und danach nähen wir das mit dem Rückseitenstoff zusammen. So, mein Stern ist jetzt fertig. Das Bügelvlies ist aufgebügelt. Ich nehme jetzt meinen Hintergrundstoff mit der rechten Seite nach oben. Ihr seht wahrscheinlich nicht allzu viel
Und dann nehme ich meinen Stern mit der rechten Seite nach unten, lege den auf meinen Stoff, so dass er drauf passt. Stecke mir das jetzt hier mit ein paar Nadeln fest, ringsherum, dass das nicht verrutscht. Und dann nähe ich einfach die Konturen. Hier, genau. Die Konturen einmal ab. Wieder mit 0,7 cm Nahtzugabe und einem Geradstich von 2,5. Und am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen. Und ganz wichtig, eine Wendeöffnung. Lasst ruhig so fast eine ganze Seite. Also so, ich kann ja mal nachmessen. Der Strahl hat jetzt bei mir eine Länge von 12,5 cm ungefähr. Also ich würde schon so ja, 8 bis 9 cm Wendeöffnung stehen lassen. Wie gesagt, am Anfang und am Ende verriegeln. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich das festgenäht habe. Hier ist meine Wendeöffnung. Ich werde mir jetzt also alles zurückschneiden. Dazu nehme ich wieder meine Zackenschere. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale Schere nehmen. Wichtig ist, dass ihr die Spitzen alle komplett gerade schneidet. Also ich zeige euch das mal schnell. Also die Spitzen sollten komplett zurückgeschnitten werden, damit wir das nachher besser wenden können. Ich schneide mir das jetzt einmal ringsherum aus und dann können wir wenden. Die Nahtzugabe übrigens bei der Wendeöffnung nicht zurückschneiden. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich das einmal mit der Zackenschere geschnitten habe. Ich habe die Nahtzugabe jetzt nicht übermäßig gekürzt. Wenn ihr sie einkürzen wollt, dann würde ich sagen, so 0,5 sollte auf jeden Fall noch da sein. Wichtig ist, wie gesagt, die Spitzen richtig zurückzuschneiden, ohne aber die Nähte zu verletzen. Und genauso wichtig ist es aber auch, hier in den Knicken einmal bis zur Naht einzuschneiden. Wichtig ist wie immer, die Naht bitte nicht verletzen, sonst habt ihr dann da nachher ein Loch. So. Und wenn ihr das rundherum gemacht habt, dann können wir wenden. Kann ich wenden. Nehmt euch beim Wenden ausreichend Zeit. Es sind immerhin 6 Ecken. Formt die in Ruhe und sauber aus. Sonst wäre es schade um die Arbeit. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ich habe das gewendet und habe mir meine Kanten glatt gebügelt. Und im Prinzip sind wir fast fertig. Was ich toll finde, ihr seht hier, der Hintergrund minimal durchscheint. Das hat schon fast so ein bisschen so einen Puzzle-Effekt. Hier sieht man es gut. Ich finde das echt schön. Wenn euch das nicht gefällt, dann solltet ihr vielleicht für den Hintergrund, also für die Rückseite, dieselbe Farbe wie für die letzte Reihe benutzen. Kann man machen, muss man aber nicht. So, hier ist jetzt noch meine Wendeöffnung. Die habe ich mir schon entsprechend gebügelt. Jetzt habt ihr wie immer zwei Möglichkeiten. Entweder ihr steppt das Ganze nochmal knappkantig rundherum ab oder ihr schließt die Wendeöffnung mit einem Matratzenstich. Matratzen- oder Leiterstich. Ich bin kein Fan vom Matratzenstich und von mit der Hand nähen. Deswegen werde ich mir das Ganze jetzt nochmal rundherum knappkantig abnähen und dann zeige ich euch, wie es fertig aussieht. So, ich habe jetzt meine Ränder nochmal abgesteppt. Von der Seite sieht man es besser, denke ich. Genau, so sieht das Ganze fertig aus. Ihr habt es im Intro schon gesehen. Wie gesagt, es hat einen Durchmesser von ca. 52 cm, passt also gut auf einen Esstisch oder ähnliches. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben,
wie ihr Patchwork findet. Also ob ich mehr solche Sachen nähen soll. Bei mir macht es richtig, richtig viel Spaß. Und ich weiß, ganz viele sind abgeschreckt, weil sie denken, oh, das ist mega schwer. Wobei ich denke, mit den richtigen Tricks, die man kennen muss, ist es gar nicht so schwer. Es ist halt eher eine Geduldsarbeit. Genau. So, wie immer reden wir nicht ganz so viel. Ich beende das Video. Du kannst wie immer hier den Kanal abonnieren. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Dann wirst du immer benachrichtigt. Und hier verlinke ich dir noch 2 Videos. Wenn du noch Zeit hast, schau gerne nochmal rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!